Wir sind hier auf der Gemarkung Notzingen. Wir sind zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert worden. Vor Ort haben wir eine eingeklemmte Person, die hier im Hintergrund im Bachbett gelandet ist, mit ihrem Fahrzeug vorgefunden. Wir haben die Person aus dem Fahrzeug befreit und haben sie im Rettungsdienst übergeben. Ja, die Schwierigkeit war, die Person ist im Prinzip im Bachbett gelandet mit ihrem Fahrzeug und es gab hier erhebliche Schwierigkeiten, hier das Fahrzeug zu sichern und auch die Person da zu befreien. Wir haben das Fahrzeug mit einem Stabfast gesichert und dann haben wir mit Schere und Spreizer die Türe geöffnet und die Person dann befreien können. Wir von Werner, wir sind mit 27 Kräften und mit 5 Fahrzeugen hier im Einsatz. Feuerwehr Notzingen war auch im Einsatz. Es ist ja eigentlich hier Gemarkungsgebiet. Wir haben sie auch dazu mit alarmiert, weil wir von dem Hubschrauber mussten wir noch eine Fläche ausleuchten und das haben die dann übernommen. Wir sind ja auf der Verbindungsstraße von Notzingen Richtung Freitagshof. Hier kam es zum Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer, der allein im Fahrzeug unterwegs war, ist hier von der Straße abgekommen, hat sich offensichtlich mehrfach überschlagen und ist dann in einem Graben zum Stehen gekommen und die Person war im Fahrzeug eingeklemmt beim Eintreffen der Rettungskräfte. War tatsächlich, man musste im Wasser arbeiten. Also die Rettung aus dem Fahrzeug hat sehr gut funktioniert in Absprache mit dem Rettungsdienst. Die Feuerwehr Wernau, die hier eingesetzt war zur Personenrettung, hat ca. 20 Minuten gebraucht, den Fahrer aus dem Fahrzeug zu retten. Dann die Übergabe in den Rettungsdienst war von daher von der Befreiungssituation her eine Routineangelegenheit. Also vom Rettungsdienst war ein Notarzt hier an der Einsatzstelle. Es waren 2 Rettungswagen eingesetzt. Ein dritter Rettungswagen kam noch auf der Rückfahrt vorbei. Der hat hier die Erstversorgung übernommen. Und wir haben dann noch zum Transport des Verletzten in eine Schwerpunktklinik einen Rettungshubschrauber angefordert. Er kommt von uns aus der Gegend, er kommt aus Villingen-Schwenningen. Das ist für uns in Baden-Württemberg die nachtflugtaugliche Maschine. Besonderheit war, die Kollegen von dem Christoph Elf, so ist der Rufname von dem Hubschrauber, waren kurz davor auch hier in Notzingen eingesetzt für den Transport von einem Notfallpatient. Während wir auf der Anfahrt waren, haben wir abgeklärt, die Kollegen standen noch in Stuttgart auf dem Dachlandeplatz im Katharinenhospital und wir haben sie dann unmittelbar hier wieder in Folgeeinsatz gerufen und die Zusammenarbeit hat auch hier hervorragend geklappt. Der Patient wurde zügig befreit, im Rettungswagen versorgt und dann in eine Klinik nach Tübingen geflogen. Für uns gilt der Patient als schwer verletzt. Es besteht nach derzeitigem Stand keine Lebensgefahr.